Ich weiß, ich sage das wirklich, wirklich selten. Aber ich habe ein Video gefunden und ich weiß nicht, ob es sich lohnt, da reinzugucken. Hier. Complete build up for 3000 Gallon. Und Achtung, ich habe was vorbereitet. Also erstmal 3000 Gallon Indoor-Outdoor-Saltwater-Fish-Tank. Ich bin sehr gespannt, was mit Outdoor gemeint ist. Also es sind 3000 Gallon und wie gesagt, ich bin vorbereitet. 3000 Gallon bedeutet 11.356 Liter. Ist eine Hausnummer. Geht natürlich größer, klar, aber 11.000, ich glaube so ab 10.000 kann man sagen, ist ein großes Aquarium. Nicht wie bei mir beim XXL-Aquarium bei 400 Liter. Der komplette Bau ist anscheinend mit drin. Indoor-Outdoor. Ich habe mir gedacht, wir gucken jetzt einfach mal was komplett anderes und so ein Bauprozess jetzt hier. Scheint ein Ferrari-Bagger zu sein. Ach, so ein Mustang, da oben steht es auch nochmal. Okay, naja, hab nichts gesagt. Wieder, was ist das für ein Channel? The Wild Willers. Keine Ahnung, was das für ein Channel ist. Mhm. Ja, scheint eher ein privates Video zu sein. Von jemandem, der in iMovie Fotos zusammengeschnitten hat mit ein bisschen Musik von seinem eigenen Bauprojekt zu Hause oder so. So habe ich mit YouTube damals auch angefangen, mit meinem Rollerprojekten. Er hat es mit dem Aquarium gemacht. Von wann ist denn das? Von 2021, das ist frisch, das Video. Mhm. Das ist das Fundament. Und da soll das Aquarium hin, oder was? Das heißt, es ist auf der einen Seite drin, auf der anderen Seite draußen? Nein, das kann doch gar nicht sein, oder? Das würde doch... Okay, okay, er hat nicht allzu viele Bilder gemacht. Aber das würde ja bedeuten, dass es klimatisch extrem schwierig werden würde, wenn es teilweise außerhalb, teilweise unterhalb, innerhalb ist. Waterproofing Plastic Wall Sheets. Aha, Plastikwände. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was das für ein Projekt sein soll. Sump Room. Ich weiß nicht, was ein Sump Room ist. Vielleicht Technikraum oder so? Ich weiß gar nicht, was das englische Wort Sump bedeutet. Also das ist mir hier alles noch ein bisschen zu kryptisch. Können wir ein bisschen auf den Part springen, wo man wenigstens etwas erkennt? Mhm. Das ist quasi so eine Teichfolie. Was ist denn jetzt außen und was ist innen? Was ist das bitte für eine schreckliche Musik? So far so good. Also für mich sieht es momentan ein bisschen aus wie so ein Robbengehege im Zoo. Drywalling. Aha, jetzt kommen da so Trockenwände drauf, um das Ganze zu verkleiden. Aquascaping. Damit meint er jetzt das Hardscape, also das Gestein fürs Meerwasseraquarium. Ist das totes Riffgestein oder was? Also die Musik ist ja wirklich unglaublich. Da komme ich ja gar nicht drauf klar. Ich will jetzt mal den Zusammenhang checken. Okay, jetzt können wir es glaube ich ganz sehen. Outside still a mess. Oh mein Gott. Die haben alles drumherum komplett zerstört. Fische sind auf einmal schon drin? Lol, sind die klein und das ganze Riff ist komplett tot. Sumpf? Sump heißt wirklich Sumpf? Die machen einen Sumpfbereich? Oh, diese Musik, Alter. Ich komme auf mein Leben gerade nicht klar. Was? So sieht das von außen aus? Das ist doch kein Haus, das ist ein Freizeitpark. Das hier vorne ist der Eingang von einem Freizeitpark. Das sieht man ganz offensichtlich. Aber wie sieht das denn von drinnen aus? Das sah aus wie so ein ganz schmaler Gang. Hä? Da war noch ein Mustang. Mustang scheint ein großes Thema bei denen zu sein. Über wie viele Jahre zieht sich das Projekt? Everyone now in the new home. Über 50 Fische. Was not fun. Ja, okay. Was ist denn das da unten für ein Fisch gewesen? Nee, aber so ohne Korallen. Das macht doch keinen Spaß. Ich verstehe das alles nicht. Warum draußen? Ich verstehe es nicht. Was kommt denn jetzt? Was haben die denn da wieder für ein Geschütz aufgefahren? Läuft das hinaus hier gerade?
bauen die denn da? Hä? Das ist doch kein privates Haus. Jetzt haben die da so einen Garten gemacht mit so Lampenständern aus kompletten Baumstämmen und so. Was ist denn das? Das ist jetzt deren private Terrasse, oder wie kann ich mir das vorstellen? Also mit der Mucke wollen die doch wirklich die Leute einfach nur provozieren, oder? August 2018. Er geht drin schnorcheln. V-Anlage. Da kommen nochmal plötzlich diese Lampen völlig random. Aquarium. Ein komplett totes Riff und man guckt von außen einfach in den Garten rein. Ist quasi wie ein Fenster, was aber so quasi so 2-3 Meter Tiefe hat. Und nach draußen und dazwischen schwimmen dann halt Fische durch ein totes Riff. Ich fühle das noch nicht. Ich verstehe es noch gar nicht. Das sieht natürlich schon irgendwie auf irgendeine Art und Weise episch aus jetzt hier auf dem Foto. Vor allem das Wasser ist immer noch nicht sehr klar, ne? Das sieht man halt dadurch, dass man hier extrem die Strahlen von der Beleuchtung sieht. Ja, die Lampen draußen sehen schon cool aus. Also das finde ich auch, aber das hat halt auch nichts mit dem ganzen Projekt hier zu tun, ne? Ach, Sumpf wird bei denen auch Technikbecken. Also Sump heißt zwar Sumpf, aber so nennen die auch ihre Technikbecken, oder wie? Mhm, da sieht man es jetzt auch. Finished Sump Room. Das sieht ja winzig aus. Das war der Abschäumer? Nein. Schneit's jetzt auch noch draußen? Wo ist das denn? In Kanada, oder was? Hä, der Abschäumer war doch viel zu klein für so fette Fische, oder? Ich blick da nicht durch. Das Becken sieht trist aus. Ja, ist halt tot, ne? View from Jacuzzi. Also, das ist doch... ich check's nicht. Jetzt haben die da ein Jacuzzi. Und dann haben die das Aquarium. Und die Scheibe wird auch übelst kalt. Was ist das für ein Hitzeverlust in diesem Aquarium? Oh, jetzt habe ich aus Versehen... oh Gott, jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Was hat das denn bitte für eine Heiz... Für eine Hitzeverlust, wenn es draußen schneit. Wie das auch immer aussieht, ne? Dieser amerikanische Baustil, der sieht immer so... Sieht mal aus, als könnte man mit der Faust reinschlagen und hat direkt so ein richtig fettes Loch in der Wand. So wird es wahrscheinlich sogar auch sein. Sieht immer mehr nach Kulissenbau aus, als nach massiver Wand. Wo sind die ganzen Fische hin? Ich habe fast keine Fische mehr gerade gesehen. Im Vergleich zu davor, ne? Also... Was steht denn hier in den Kommentaren? Guck mal, das hat 70.000 Views, diese komische Dia-Show. Whoever picked the music should be shot. Und er hat es doch selber geliked. This is amazing. Ja, das ist ein Satz, den ich von einem Amerikaner erwartet hätte. This is amazing. Sieht man hier irgendwas zu dem Standort? Die haben auch noch anscheinend einen Insta-Channel. Steht nicht so wirklich, wo das ist. Noch ein paar Bilder gepostet. Also so diese Art von Projekt, die findet in meiner Welt irgendwie nicht statt. This is epic level, beautiful. This song is my jam. Es ist einfach nur verwirrend, ich check's nicht. Ich verstehe nicht so richtig, was daran geil sein soll, außer dass es halt von außen sehr außergewöhnlich ist. Aber ich setze mich da auch doch nicht hin und guck da irgendwie explizit auf das Aquarium. Da hat einer irgendwie zu viel Geld und weiß irgendwie so gar nichts damit anzufangen, habe ich das Gefühl. Ich verstehe nicht so richtig, was daran geil ist, außer dass die Fotos schon sehr außergewöhnlich aussehen. Aber ansonsten check ich gar nichts.